In der letzten Folge von H1Z1 haben wir uns erstmal in der Welt zurechtgefunden. Das lief mehr oder weniger gut. Obendrauf haben uns noch ein paar Spieler gesichtet und nicht alle davon sind freundlich. Der Spieler hat sich als aggressiv erwiesen. Ich werde hier gerade verfolgt. Curry, kannst du ihn irgendwie umhauen? Wir müssen ja, das ist schwierig. Der Tommy versucht es gerade schon. Und links hier in dem Haus hat sich einer verkämmt. Ich habe ihm eine verpasst. Mit einer Machete. Warte, ich habe einen Stock. Aber ihr seht beide gleich aus. Ihr habt mir eine verpasst. Warte, komm her. Hau mich nicht, Tommy. Nee, Vorsicht, wir müssen echt aufpassen, was wir uns nicht. Lass uns rausgehen. Da bringen wir eine Mauer. Das Ding jetzt fertig. Oh Gott, da geht bestimmt einer drauf. Der erste Spieler, der hier aussieht. Er hat uns einfach angegriffen. Jetzt rennt er weg. Wir sollen wegrennen. Bringt euch in Sicherheit, Jungs. Ich hab Pfeile. Ja, bombt den mit dem Bogen weg, dem Penner. Ja, aber der Tommy rennt die ganze Zeit dazwischen. Ja, okay, bleib stehen. Tommy, bleib stehen und wenn er zurückkommt, wir stellen uns vor an die Currys Seite, dann boxen wir den um. Yeah, jetzt wirst du gejagt, mein Lieber. Greift der geht ins Haus, geht von vorne. Der steht da. Ich bin vorne im Haus. Wir können den nicht schnappen, wir können auch noch boxen, Tommy, ne? Ja. 87 Leben. Oh, der boxt mich. Fuck. Renn weg, Curry. Und ich höre ein Flugzeug gerade. Oh mein Gott, wo ist der Curry jetzt schon wieder? Das ist der erste PvP-Fight. Komm, wir sind zu dritt, wir machen den ja wohl fertig jetzt. Oh Gott, ich brauche Energie, ich muss zwischendurch... Boah, Tommy! Was essen eigentlich? Aua. You're friendly. Der muss von Curry weg. Aua. Oh, wir haben natürlich noch echt kleine, vernünftigen Waffen. Help mir! Das natürlich der boxt mich! Nein! Oh, ich hab nur noch 6 Health getroffen. Nur noch 6 Health, Leute. Wenn renn jetzt einfach geradeaus weiter, nicht im Kreis. Einfach weiterrennen, Curry. Ich bleib hinter denen. Ich krieg ihn bei. Oh mein Gott. Nicht im Kreis, Curry. Renn geradeaus weiter. Aus dem Dorf irgendwie in den Wald. Oh Gott, der eine Zombie bleibt da auch nur stehen. Oh Gott, ja, der Zombie steht hier nur rum. Bin der greift den Zombie an, der Idiot. Der greift den an? Ja, hat er gemacht. Einen an. Alter, ein Spieler, der uns hier... Der rennt aber auch sich zu Tode mit hier Shift, die ganze Zeit. Ne? Kannst hier rennt ja noch einer rum, ne? Den haben wir ja noch übersehen. Er hat die Abkürzung durchs Haus genommen, Curry, Achtung. Ja. Oh, Backe. Oh Mann, da vorne steht ein Bär, was ist denn hier los? Ich komm, wir locken ihn zum Bär. Ja. Ja, lockt ihn mal zum Bär, aber der rennt mir ja die ganze der Zeit rennt hinterher. Hier, komm. Wenn er mich einmal trifft, bin ich tot, Leute. Ich hab ihn erwischt. Der kriegt jetzt einen drauf. Oh. Oh, nicht mich treffen, Tommy. Ja, sorry. Rennt der mir immer noch hinterher? Das ist der. Ja, dieser hat natürlich dasselbe Shirt wie der Tommy an. Du okay, hast einen Stock. Ne? Den ab, Leute. Ich muss mal eben heilen. Warte mal. Achtung, er kommt auf dich zu, Sarata. Ich kann nicht den Wooden Stick in die Hand nehmen, einfach. Ja. Mit dem Mausrad. Der muss doch gleich mal down gehen. Kommt, holt ihn euch. Leute, holt ihn euch. Boah, hier hat er wieder eine verpasst. Okay, voll die Schlägerei hier. Ich nehme jetzt den Wooden Stick in die Hand. Ganz kurz. Ach, ey, warum fuck, trifft man ihn denn nicht? Das ist Mann. Voll schwer. Wenn ich jetzt wüsste, wer ist, Mann. Oh Gott. Aber ich habe ihm gerade wieder einen verpasst. Okay, Bogen ist echt schwierig. Let ja, da musst du echt zielen. Du musst ein gutes Aiming haben, Curry. Nein. Oh, hier sind zwei. Ach, das ist der Alter, du haust mich. Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Wir hauen uns hier gegenseitig um. Ja, jetzt probiert er die Tür aufzumachen. Jetzt kriegt er drauf. Ja, ich hab ihn umgenatzt. Hau ihn. Ich hab ihn umgenatzt. Yes. Yeah. Das war eine schöne Falle. Vor die Tür gelaufen. Aber echt. Was hat er denn dabei? Jetzt hat er wahrscheinlich gar nichts, ne? Ich muss dringend was essen. Oh Leute, ey. Ah, aber der hat denk nichts dran, am Start da vorne gehabt, in dem Haus ist noch einer mit einer Machete. Oh Gott, ey, Machete, wir müssen hier weg. Mit einer Machete legen wir uns nicht an. Ich muss mich jetzt mal eben heilen, ey. Das ist ja, und wer sich fragt, wo ich hier gerade bin, ich bin, glaube ich, auf dem Weg zu den Jungs. Ich bin tatsächlich einmal gestorben, weil ich kein Trinken mehr dabei hatte. Aber jetzt müsste es der richtige Weg sein. Auf der linken Seite müssten die gleich irgendwo sein. Ich bin immer gespannt. Ganz dringend, ich habe noch 1% Energie. Ich brauche genau was zu essen. Wo ist ich habe hier auch Büsche ein bisschen suchen, Leute. Büsche. Ja, hast du Energie, keine Büsche. Gerade die wie, das. Wie sieht's aus mit deinem Gauze? Also hast du noch Gauzes dabei? Ja, hab ich. Kannst du dich heilen mit? Im Notfall ja. Hm. Aber ich okay, bin da halt vorne starving ist jetzt gleich. Eine kleine Farming-Hütte. Oh Alter Gott. Schwede, ey. Warte mal, ich verbinde mich jetzt erstmal, dann habe ich ein bisschen mehr Leben. Man kann sich halt mit diesem... Auch mal. Alter, was für eine Aktion hier direkt zu Beginn. Krass, ja. Der Typ kommt, der einfach rübergerannt und will uns umhauen. Also wenn man hier nicht direkt am Anfang irgendwie was zu essen findet oder so, dann ist man echt schnell... Da ist noch ein Spieler mit einer Taschenlampe. Das bin ich. Okay. Bleib mal stehen. Nee. Das bist du. Dennis. Ja, cool. Wo? Cool, bist du das, Curry? Dennis. Hallo. Curry. Weißt du, was Leute, ich dazu sagen muss? Aber jetzt ganz kurz, weil ihr werdet mich gleich verlieren, wenn wir jetzt nichts zu essen finden.
Okay, Sarazza braucht Essen. Yo, Tommy! Hallo! Hi, und da ist der olle Sarazza, yo! Sarazza Dark, alles klar. Oh, das ist doch schön. Wo seid okay, Walle, dann ab da ins Häuschen. Und vielleicht checken wir mal ganz kurz, ob wir Bären finden oder sowas. Ja, wir müssen auf jeden Fall Büsche suchen. Ach, ist das also schön. Auf der anderen Seite vom See waren Bären. Will nur noch der Benjamin Elefant? Komm schnell ins Energie, Haus rein. Energie habe ich noch 8%. Geh schon mal ins Haus. Hier ist ein Pfeil in dem Ding. Ja, wo ist der? Lass mich den mitnehmen. Das können wir auch mal. Nimm die mal mit, genau. Zack. Ich habe auch noch ein paar Arrows. Zack. Alter, ich komme hier nicht rüber gehüpft. Kommt ihr hier rüber? Nee, ne? Doch, ich bin da drüber. Alter, hier ist ja richtig der Fight abgegangen. Hier stecken überall Pfeile. Also ich komme da nicht drüber. Aber hier ist alles leer gelootet. Aber ich muss euch kurz eine Information geben. Hinter uns kommt eine Tankstelle, wenn wir die Straße weitergehen. Ach jo, da vorne ist und doch das, wo der... Dazu, da sind drei bewaffnete mit Pfeil und Bogen Spieler, auch mit Motorradhelm. Da kommt ein Fremder-Spieler. Fremder-Spieler. Das bin ich doch, oder? Nee, innen heißt er. Da, box mich! Bukuri. Nee, der boxt mich nicht. Hallo? Okay. Hey. Hey. Wo rennt der hin? Okay, lass also wenn wir da gerade da lang gehen, wo ich gerade hingucke, da kommt die Tankstelle. Aber okay, die ist wirklich zurück, ein Hotspot, Leute, ne? In den Wald, oder? Ja, da kann man doch nicht drüber springen. Hier kannst du nicht drüber springen. Wie zurück in den Wald? Wollen wir nicht jetzt zur Tankstelle da vorne? Ja, also die Tankstelle ist ein Hotspot, Leute. Ja, das sagt er doch gerade. Da Ach vorne so, ist auch ein Feuer, seht ihr das? Ja, da liegt ein Flair auf der Straße. Wer hat denn hier die Taschenlampe die ganze Zeit und verrät uns? Ich mach sie aus. Du kannst links rüber. Wir müssen jetzt Büsche sammeln, ey. Ich brauche dringend was zu essen. Aber 33 Leben. Walle, guck mal, rechts ist so ein Camping-Platz. Ja, ja. Vielleicht da mal gucken gehen? Ich gehe mal gucken. Ich glaube aber, im Wald ist sicherer, weil da gibt es Gebüsche. Ja. Wo man das finden kann. Die Bären, weißt du? Aber vielleicht finden wir da ein Fahrzeug oder sowas. Und dann können wir uns ja schnell bewegen. Guck mal, hier sind auch Niemals. Büsche. Aber die kannst du, glaube ich, nicht pflücken, oder? Nee. Nee, okay, weiter. Zu ernten. Das sind diese speziellen, das sind so Bärenbüsche. Boah, wie grau das hier gerade wieder ist, einfach nur. Ja, also das Wetter ist halt immer noch neblig, wir haben auch immer noch Nacht, das ist halt ein ziemlich krasser Zyklus, deswegen nicht wundern, dass es hier so aussieht, wie es aussieht. Aber es gibt tatsächlich auch Tagsüber. Alter, das ist ja richtig geil mit der Wohnwagensiedlung. Ja. Super. Super. Wie sieht eigentlich mit dem Benni aus? Irgendwas. Ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich bin. Okay. Ja, Benni ist der Einzige, du kannst das Reh schlagen. Ey, können wir das hier anmachen, Curry? Ja, was denn? Ja, wir brauchen aber Feuer. Ja, du brauchst Holz und Kohle, glaube ich noch. Ah, scheiße, okay. Alter, das ist ein Fehler, hier hinzugehen. Ja, wir guckt alles durch, Jungs, guckt alles durch. Ja, wenn ihr was zu essen findet, sagt mir Bescheid, weil ich habe echt nicht mehr viel Leben. Und vielleicht in den Fahrzeugen oder so? Ja, unbedingt gucken. Es wird heller. Ja, es wird wieder heller. Wäre gut, wenn wir jetzt irgendwie Kisten finden würden. Gott, hier ist alles zerdeppert, meine. Warte mal! Guck mal da oben, warte, geh mal kurz weg, oder ist das... Nee, das ist nur so ein... Oh, das ist nur Deko. Ja, ist nur Deko, leider Gottes. Hier in dem Schrank kann ich mal reingucken, aber... Auch leer. Da wir so viele Spieler sind, ist natürlich auch ziemlich viel wegge... Ja, wie viel, Aber Curry, du könntest das Reh hier umschießen, oder? Ja, aber Hydration hast du denn? Wir haben ja nichts zu essen. Oh, Energy, ich bin starving. Fuck. Okay, wir müssen in den Wald, Leute. 15%. Okay, wir müssen auf jeden Fall Büsche besuchen. Ja. Da ist eine Kiste, du hast eine Kiste kaputt gemacht. Genau, guck mal nach Kisten. Nichts drin. Vielleicht findet ihr Kisten. Nur Woodplanks, hier ist auch die was. Bringen uns jetzt nicht weiter. Okay, da vorne ist echt das Reh, das müssten wir mal echt killen eigentlich. Das ich hab was zu essen. Ich hab gerade ein Reh erschlagen, aber was muss man denn dann damit machen? Aber ich kann's nicht mitnehmen. Du brauchst ein Messer oder eine Axt oder so, um das hatte ich leider nicht. Ja. Und dann schlägst du einfach auf das Reh weiter drauf und dann kriegst du diese Sachen. Ah, cool. Aber hier müssen wir drauf achten, hier gibt es auch Chest und sowas. Was ja, man der muss ja echt aufpassen. Oh, hier gibt's Bären. Wo? Alter, hier einfach ein bisschen den Hang hinten hoch. Oh, warte mal. Hier ist sammeln die gerade alle ein. Eine Black Cap. Jo, Curry. Oder? Wo? Hier gibt's Bären. Hier sind Büsche. Guck mal, ganz viele in einer Reihe. Ah, super, ich brauche auch unbedingt was. Hier muss der Sarazza eigentlich hin. Und du auch. Also ich habe jetzt nicht unbedingt weh. Ja, warte, lass mich mal in den geh du ruhig zuerst. Ich bin da noch dabei. Oh, ich mach die Taschenlampe. Ich mach die immer aus Versehen an. Ja, ne, mit dem Mausrad, ne? Ja. Sehr ultra. Aber das bringt mir halt auch nicht so. Boah, wenn ich Bären sammle, fängt's an zu ruckeln. Ja, bei mir eben auch. Glück. Ja, bei mir alles auch. Drauf, klar. Weil es immer ist halt High Performance. Glück, wie du noch nie gepflückt hast. Ich bin dabei. Aber ich hau mir jetzt erstmal ein paar rein direkt. Man kann die nicht bringen 2% nutzen, ne? Und 2% trinken. Oh, ist tatsächlich heller. Das ist ja schön. Ja, da vorne geht die Sonne auf. Oh, ich bin nicht mehr starving. Boah, da ist der Sonnenaufgang. Guck mal da vorne, Leute. Wo denn? Aber man verhungert noch viel zu schnell, finde ich. Also man braucht das geht echt viel zu schnell, Aber gut, wenn wir dann Maria und sowas alles haben, dann geht's, ne?
Du bist ein Kirby, der da gerade lang läuft? Ja, hier, ich hüpfe. Okay. Du kannst den Wooden Stick geht nicht übrigens. Du brauchst einen Branch, den kannst du als Waffe nehmen. Der Wooden Stick leider nicht, das ist nur so ein Stöckchen. Ja, der ist vielleicht fürs Craften dann, ne? Also viel habe ich jetzt nicht, ne? Da muss schon extrem viele. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie gucken, dass wir irgendwie in eine Großstadt kommen oder sowas. Das wäre super. Ja. Da müssen wir nach Cranberry. Ja, ja, da müssen wir einfach wieder den See zurück. Da war ich nämlich in der Nähe. Dann genau, wo ist denn der Sarazar und der Tommy? Die haben wir jetzt gerade verloren. Wir sind hinten, wir treffen uns in der Wohnwagensiedlung. Ja. Vorsicht, da ist ein Wolf. Da ist ein Wolf, da ist ein Wolf. Achtung. Oh Gott, da sollten wir uns jetzt nicht mit anlegen. Wurde gar nicht. Getötet. Nein, von wem? Von dem Spieler? Ja, Nilfa. Nee, Nifa. Merkt euch das mal. Kommt mal gerade hier, ich bin hier am Hügel. Ja, wir auch nicht. Ja, ganz oben. Rennt mal hoch, Leute. Komm mal hoch, den der Sonne entgegen. Hügel, der Sonne entgegen. Ja, ja, genau. Hä? Der Sonne entgegen? Ja, der Sonne entgegen. Die Sonne geht doch gerade auf, Leute. Komm einfach zum Wohnwagen. Da vorne seid ihr, Wir haben euch. Warte mal. Ah, hier. Komm wieder hoch, Dennis. Wer will eine Cappy haben? Eine Green Yellow Cap? Brauche ich nicht. Nö. Ja, ich werde drauf mal hier. Ja, nehmt ihr mal an, dann könnt ihr euch ein bisschen unterscheiden, weißt du? Ja. Wenn wir zum Beispiel alle eine Cappy aufhaben oder so, wäre das so ganz gut, dann sehen wir, weil die Charaktere sich noch sehr ähnlich sind. Okay, einfach. Komm mal. Nehmen wir eigentlich die Fäuste unter? Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch noch nicht, ich hab's auch noch nicht gecheckt. So, aber wir müssen hier jetzt den See entlang. Also weil links meine Waffe links vom Walle. Oh, da vorne sind wieder Sträucher. Alter, das Ding ist genau, immer schön einsammeln. 1%. Null, Starving wieder. Schnell, 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 lass ihm alles aufsammeln. Ja, hier sind alles Beeren noch, Walle. Ja. Die helfen aber nicht unbedingt, ne? Nee, die sind halt sehr, sehr... Das Problem ist... jetzt sagt der ein oder andere wahrscheinlich, trink doch Wasser aus dem Fluss. Das Tommy, warum nimmst du die alle weg? Ach so, du wolltest die haben. Ich kann die auch wieder rauswerfen. ich dachte, ihr seid alle schon weiter. Warte, ich werfe die hier raus. Ich bin jetzt der See. Weil das Wasser dreckig ist. Unten in dem Beutel. Ah ja, super. Das mit dem Beutel finde ich ganz gut gelöst eigentlich. Danke dir, Alter. Ja, kennt man auf jeden Fall besser so, finde ich, am Boden. Ja, das ist eine Straße, aber es bringt nicht viel. Aber es ruckelt bei diesen Blackberries. Ich weiß nicht, da unten sind richtig viele Sträucher, Sarah. Also, da müssen wir das ist alles voll. Und ich will das mit Doppelklick immer die ganze Zeit essen. Das ist natürlich auch falsch. So, hier unten 3% Arsch voll. Wir brauchen auch Cloth, also Lumpen am besten, damit wir uns daraus Bandagen machen können und so. Weil Bandagen heilt man auch mit, wenn man nicht blutet. Das ist ganz gut. Also so kannst du das Leben wieder... Wo seid ihr? Freunde, ich bin jetzt bei so einer Wohnwagensiedlung. Kennt ihr die? Ja, es gibt mehrere, ne? Ja, es gibt also mehrere. Die ist auf einem freien Feld. Da ist Jungs, eine riesige wo seid ihr grüne hingerannt? Wiese. Stopp mal gerade, bevor wir uns jetzt verlieren. Ihr seid einfach weitergerannt, ohne zu gucken, ob wir noch da sind, weil wir sind noch stehen geblieben. Ja, dann kommen wir wieder zurück. Ey, der Sonne entgegen, Strommast auf dem Hügel, da treffen wir uns. Wer ist das da vorne? Du hast doch eine grüne Cappy, oder nicht? Ich bin das mit der grünen Cappy, sorry. Benni, kann das sein? Sind da drumherum Hügel? Ja, so grüne Hügel sind da, ja. Dann musstest du doch bei uns jetzt sein, oder? Ja, dann geh mal der Sonne entgegen. Der Sonne entgegen. Geh mal der Sonne entgegen und sag mal, ob du einen Strommast siehst. Sonne entgegen ist aber so ein bisschen den Berg hoch. Ja, dann bist du doch hier. Wollen wir den Benni nicht eben abholen? Ja, dann warten wir mal kurz hier am Strommast. Ja, ich sammle hier gerade mal Sträucher wieder, weil ich bin hier die ganze Zeit am Verhungern ständig. Also das finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, das ist extrem heftig. Ich habe einen zweiten Branch. Hier, komm mal hier gerade her zu mir, wer? Der kann sich das mal gerade wer nehmen. Das ist hier sind Branch. Auch voll viele Bären auch wieder. Warte, lass mich gerade mal die Bären sammeln hier. Alter. Und dann leckt das jetzt auch noch? Dabei leckt es richtig krass, ja. Ja, weil der Server dann wahrscheinlich realisiert, dass sie weg sind, weißt du? Ja. Ich habe erst einen Bären. Ah, gut. Die Bärensuppe. Das sind die Gummibären. Also das mit den Bären, finde ich, die könnten ein bisschen mehr Energie geben. Aber das ist halt alles noch Balancierung. Ist natürlich so, dass ich jetzt hier die ständig kämpfe. Mit so kleinen Bären wird man halt auch nicht ewig satt. Das ist halt auch so. So, und jetzt nehme ich hier noch... Der Dennis zündet einfach mal eine Flair. Damit der Benni uns findet. Nee, lass zurück zum Wohnwagen. Ja, ich hoffe, wir sind hier in der gleichen Ecke. Basement complete steht hier. Seid ihr auf der Straße entlang? Nee, einfach durch die Pampa. Ach, guck mal, da vorne sind Häuser, Leute. Schwer sich so zu finden, oder? Ja, ich glaube, wir sind einfach nicht da. Nur straks auf die Sonne. Warte, komm mal her zum Lagerfeuer. Hier steht eine Dose Essen. Nee. Ja, ja. Geil. Wo bist du? Hier, hinterm Strommast. Da hinten. Ultra gut. Da muss ich nicht die ganze Zeit wieder. Ah, das mit dem Essen ist krass. Das ist echt heftig, ja. Also, wie schnell man Hunger hat, da müssen wir. Das liegt aber daran, kann ich dir sagen, weil wir viel rennen. Ja, ja, ja.
Schade, dass wir es nicht anmachen können, ne? Ich hätte gerne. Ach, guck mal, hier liegt eine Dose tatsächlich. Ja, genau. Boah, danke, Jungs. Das ist echt die Rettung. Jetzt bin ich aber schon im Wald. Du bist schon im Wald. Geh mal zurück zu der Wohnwagensiedlung, Benny. Wir kommen da auch hin. Ah, vielleicht ist es doch nicht die gleiche. Curry? Nee, ja. Ich glaube auch nicht. Als kleines Dankeschön habe ich dir Wooden Arrows hingelegt. Wo? Oh. Ach, da ist aber noch ein. Moment. Ich esse hier. Super, ey. Wenigstens 32 wieder. Aber das ist auch zu wenig, finde ich. Also ja, mit dem Essen. Das geht auch echt im Sekundentakt fast runter. Ja. 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 Krass eigentlich. Wollen wir mal zu der Wohnwagensiedlung zurückgehen und gucken, ob der Benny da ist? Ja. Wäre eine gute Aktion. Ich habe jetzt hier schon wieder die nächste gefunden. Ja, wir kommen da mal hin. Also es sind immer so kleine Campingplätze quasi. Ja, wie viele sind da, wie viele Wohnwagen? 7, 8? Also hier sind jetzt gerade 5, aber bei dem anderen waren es 6, 7, 8. Geh mal zu dem anderen wieder hin, Benny. Ja. Geh mal wieder zu dem anderen. Ich glaube, der andere war tatsächlich sogar richtig. Ja, es könnte der gewesen sein. Gehen wir nochmal in den Wald zurück. Mit ein bisschen Glück finden wir noch ein paar Sträucher. Weil hier so ist ein Lagerfeuer. So wie du das beschrieben hast. Da ist ein Reh. Wir haben immer noch kein Messer, ne? Ja, das bringt leider nichts, ja. Ne, ich hatte mal ein Combat Knife, aber die findest du in Wohnungen, findest ja, du. Ja, wir sind jetzt echt in der Stadt. Wildnis. Ja, ja. Boah, ich hab auch nur noch 14%, ey. Wenn wir ein Combat Knife hätten, dann wären wir echt gerettet. Ja, ja. Vor allem, du kannst auch Zombies richtig schnell damit abschnetzeln. Aber durch das ganze Gesprinte halt, zieht das auch ewig viel Essen weg, ne? Ja, Stamina, oder wie das heißt, ne? Ja. Stamina ist nur, wenn du Shift drückst. Verlierst du das. Ja, genau, das ist Ausdauer, oder? Genau, die direkte Ausdauer, genau. Ja, das ist aber echt was, Freunde. Oh, also, keine Sträucher. Also, es macht trotzdem Spaß, wir müssen ja echt weiter ums Überleben. Ich freue mich schon gleich, wenn wir alle Waffen haben und dann so gegen die Zombies in der Großstadt, Alter. Boah, ja, das wäre geil, ey. Ja, das wird heftig. Also, es gibt ja auch richtige Zombie-Horden, die einen dann angreifen und all sowas. Und guck mal, es wird langsam echt schön hell hier. Ja, endlich gutes Wetter, seht ihr doch mal. Ich kann dir mal kurz zeigen, da oben. Oh. Oh Gott, ach, noch hier 11%. Ist jetzt ein Strommast, ja. Eine Brücke. Eine Brücke? Warte mal. Brücke habe ich auch gerade gesehen. Hier ist die Straße, Freunde. Und da geht's rüber auf eine Insel. Oder so. Oder. Benny, du bist schon bei dem. Ich muss zu den Sträuchern darüber, Jungs. Hol dir das Essen. Ich sterbe sonst. Aber von dem Campingplatz war ich jetzt ein Stück weg, aber da bin ich in 1-2 Minuten. Dann geht da wieder hin. Ja, komm, die Sträucher sammeln wir erstmal gerade ein, Freunde. Hier, da sind ziemlich viele hier unten. Ja. Die müssen wir alle mitnehmen. Sorry, kommst du mal mit mir zum Campingplatz? Ja, ich lauf gerade. Ich suche auch gerade ein paar Büsche. Ja. Boah, ey, 9%. Essen. 9% hast du. Energie noch. Ja, das ist auch okay, ne? Gibt Schlimmeres. Okay, harvesten wir das Ding ab. Jo. Das Ding ist halt, du verlierst beim Starving halt, man kann aber auch nicht alle Büsche abharvesten, oder? Oh, nee, nicht alle. Aber hier ist jetzt bei mir so ein Dorf. Ein Dorf? Ja, hey, wo sind wir hingelaufen? Berg runter, Jungs, ne? Ich muss dringend essen. Kommt ihr mal zum Camping-Dings wieder? Ja, Moment, ja, wir sammeln hier gerade. Ich muss erstmal mich wieder ein bisschen ausrüsten, sonst gehe ich gleich drauf. Ja, ich sammle ja auch gerade mal die ganzen. Unbedingt die Büsche mitnehmen. Ich glaube, da unten ist ein Schild, da gucke ich mal gerade drauf. Oder wisst ihr auch nicht, wo ihr seid? Wir sind bei Cranberry in der Nähe. Ja, auf jeden Fall gehen wir bei Cranberry, ja. Da sollten wir uns auch vielleicht als nächstes mal sogar hinbegeben. Wir sind halt hier um den Lake herum, ne? Ja, ich bin aber nicht bei dem See. Alter, jetzt habe ich aber richtig viele Früchtchen gesammelt, ey. Ja, hier oben geht's noch weiter. Ich sammle echt alle ein. Ich nehme auch mal ein paar mit. Also ich bin aber echt bei dem Campingplatz, Leute. Ja, sobald man diese Dinger. Aber wie gesagt, muss man halt auch Spieler entschuldigen. Alles Early Alpha. Und ich finde, dafür hat man schon richtig viel Spaß und extrem viele Features. Also, das ist noch lange nicht alles, was kommen soll. Aber es gibt so einen gewissen Grundschnitt. Und ihr könnt ja auch mal nach der zweiten Folge jetzt hier schreiben. Klar, das mit dem Essen ist ein bisschen übertrieben noch. Ich denke, das werden die aber auch noch balancieren. Ich glaube, vielleicht ändert sich das schon morgen. Ja, das kann gut sein. Mit den Zombies, das war auch, als wir gestern noch gespielt hatten und noch nicht aufgenommen hatten, auch ziemlich krass noch eingestellt. Das haben die auch von einem Tag auf den anderen dann schon wieder geändert. Also es ging auch schon ziemlich schnell von zustatten. Und wie gesagt, SOE ist halt auch kein kleiner Entwickler. Bist du dann den Berg hochgeklettert? Ein bisschen, aber ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg zum Camp. Das bist du, Tommy. Also ja. zu dem Campingplatz. Ja, ich bin jetzt aber beim Campingplatz. Da bist du. Ich glaube, das ist woanders. Dennis, da bin ich. Oh. Ja, ach, da, ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Ja, bin hinter dir. Also ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass wir jetzt uns in Richtung Cranberry begeben. Gar nichts mehr. Ich habe jetzt keine mehr, ich habe alle gefuttert. Aber ich muss also mir auch ein paar nehmen.
Ich habe nämlich nur noch 45 und das geht echt krass schnell runter, wenn wir die ganze Zeit laufen. Also das Beste, was wir echt machen könnten, ist tatsächlich, wenn wir so ein Fahrzeug finden würden, das wäre die beste Sache für uns. Aber ist eben das Problem, das lustig ist, wo wir angefangen haben zu spielen, dann sind wir ja auf die Server gekommen, weil viele halt nicht auf die Server gekommen sind. Hatten wir ein Polizeiauto, wir hatten diesen Pickup und so weiter und haben dann noch rumgespaßt mit, oh guck mal, die findest du ja so einfach. Dabei war das gerade Server-Start. Also man hat die tatsächlich nur gefunden, weil die Server noch nicht so benutzt wurden von der Community, weil die Leute noch nicht so viel gespielt haben. Und jetzt findest du kaum Fahrzeuge. Und wenn, dann sind die ganzen Batterien und alles ausgebaut und die ganzen Teile, die Sirenen für die Polizeiwagen. Ja, also die ätzend. Ist schon echt Wahnsinn. Das ist wirklich krass, ne? Wie die... Hätte ich nicht gedacht eigentlich, muss ich ehrlich und sagen. Und alle Häuser sind offen und so. Ne? Ja. Man findet kaum was gerade. Ja, du kannst überall reingehen. Ja, du kannst aber auch in jedes Haus reingehen. Ne? Das ist nicht, ja, aber es respawnt nach einer Zeit. Genau. Seid ihr zu den Häusern da gegangen? Wir sind so bei Holz. Aber Autos leider nicht, die respawnen nicht. Und Autos könnt ihr auch abschließen und all sowas. Ich hau mir jetzt gerade so viele Beeren rein. Beeren stark, ich bin jetzt in so einer Stadt und da gibt es einen ganz großen Romero's Supermarket. Ah, ja, den kenne ich. Das ist Dings. Ich glaube, das ist aber nicht Cranberry. Nein, ich glaube, du bist in dieses wie heißt das nochmal? Ah, Tequila. Da, wo du gestern ganz oft warst. Ja. Rancho Pedida oder so, ne? Ja, irgendwie sowas, genau. Rancho Pedida, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Aber weil was läuft denn da hinter mit einem Haus her? Hm? Habt ihr gerade ein Schild gesehen? Nee, warte mal. Oh Gott, nicht. Der hat eine Machete. Hey. Hallo. Ja, das ist der Typ, der sich die ganze Zeit in einem Haus verkennt hat. Hallo. No. German. German. You're friendly? I'm friendly. Yeah, me too. Hey, bro. Okay. Ein netter Franzose um die Ecke. Where are you from in Paris? Paris? In France. Wo bist du aus Paris? Weiß das gar nicht. Das haut gleich. Da kommt noch jemand. Ach, das ist der Dings. Okay. Nee, wir müssen jetzt weiter hier rum, Leute. Vergesst nicht, die Kisten zu zerstören, ne? Junge. Ja, ich würde sagen. Ah, das ist auch so eine Verlockung hier, das Ding zu nehmen, dann ist es gar nicht. Was denn? Schlägt da wer? Ich bin das. Ich schlag die Kiste kaputt. Also, ich schlag gar keine Kiste kaputt, sondern egal. Ja, das bringt nichts. Ah, guck mal, ein schönes Haus am See aber hier, ne? Ja, voll. Man muss dazu ja auch sagen, man könnte jetzt, wenn man wollte, dieses Haus hier nehmen und einfach seine Basis hier drin bauen. Ultra geil, dass du das ansprichst, Curry. Erzähl da nochmal mehr zu, weil das ist echt ein sehr geiles Feature. Ja, man kann halt die ganzen Fenster absperren und halt seine ganze Basis hier drauf aufbauen. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem Haus hier drin ist, könnten wir zum Beispiel hier Kisten platzieren und alles. Es gibt Loot-Chests, die man aber hier hinstellen kann. In dem Haus? Ja, guck mal, was das für ein geiles Haus ist. Ja, das ist ein Mega-Haus. Wir können das jetzt übernehmen. Wir könnten ja Man könnte halt die ganze Tür absperren und so mit Holzbrettern oder genau. So, damit das nicht so leicht einnehmbar ist. Die Holzbretter machen wir durch die Kisten, glaube ich, kaputt. Ja, ne? Ja, aber ich frage mich, wie man die halt befestigt. Braucht man dafür irgendwie einen Hammer oder sowas? Oder Nägel? Ja, das dauert natürlich auch noch alles, bis du dann diese Sachen alle so zusammen hast. Ne? Ja, du kannst ja auch Bäume fällen, oder? Ja, kannst du auch. Brauchst nur eine Axt, ne? Okay. Also, soweit ich weiß. Das ist aber schon ein geiles Haus hier, auf jeden Fall. Alter, das Haus wäre perfekt vorstellen für unser Lager, aber ohne Scheiße. Ich will das mal nicht wiederfinden. Auch so große Räume. Hört ihr auch gerade die Musik? Ja. Ich höre ein Flugzeug. Nee, das ist ein Flugzeug. Ich höre auch ein Flugzeug. Ich dachte auch, kurz der Musik. Guckt in den Himmel und hier kommt gerade noch ein anderer Spieler. Das ist vielleicht der Junge mit der Machete. Das ist der Junge, der hat eine Waffe. Das ist der Junge, der dich gemeint hat. Hello. Wo ist das Flugzeug? Seht ihr das? Nee, ich sehe es nicht, aber es ist auch voll bewölkt halt. Du hast mich vorhin schon getroffen. Alter, ich sehe es nicht. Das ist aber der Airdrop, die gibt es tatsächlich. Sollen wir uns mal einen Airdrop geben lassen in der nächsten Folge vielleicht? Ich habe nämlich so ein Ticket für den Airdrop. Ey, das wäre doch mal eine tolle Sache. Das können wir echt mal machen. Hier an unserem kleinen Häuschen. Das wäre doch vielleicht eine gute Nummer. Ich würde sagen, dann geht's in der nächsten Episode weiter mit H1Z1. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt's in die Kommentare. Lasst uns wissen. Wollt ihr mehr Folgen sehen? Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao. Ciao, liebe Leute. Ciao. Und danke fürs Zusehen. Das war eine etwas unbeholfene Folge von Let's Play H1Z1. Der Kampf am Anfang aber richtig amüsant, umso mehr. Ich habe herzlich lachen müssen, als ich mir das gerade nochmal angeschaut habe. Und ich wünsche euch noch einen super Tag, freue mich, wenn euch das Video gefällt und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr wieder in der nächsten Folge einschaltet von Let's Play H1Z1.